Ich weiß nur nicht was. Sah aus wie ein Lorch. Kann gut sein. Kann ich aber nicht sagen. Könnte auch ein Barbar gewesen sein, der im Hinterstamm des Baums gehockt hat. So, der Lorch. So, wo ist denn der Schlitten? Wo ist denn der Schlitten? Ach, da hinten. So, hier noch und da noch. Dann hier noch und da noch. Und dann hier noch und da noch. Und genau. See? Da muss da noch drauf gehen. Genau, einer geht nämlich noch drauf, das habe ich mir schon gedacht. Und dann der hier noch. Ich sehe nichts. Ah, super. So, klack, 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 klack. Ja, der ist hier immer so seltsam los, deswegen ist man dann immer so verwirrt. Ah, ich kann alle vom Wagen nehmen, oder was? Ich kann alle, die auf dem Wagen sind, kann ich sofort einbauen. Interessant, wusste ich nicht. Ich muss gar nicht jedes Mal zum Wagen zurücklaufen. Erschien mir logisch, weil, naja, ich habe keine 3 Meter langen Arme und auch nicht 10 Meter. Deswegen dachte ich mir so, hey, Bäume alle, dann neue Bäume nehmen. Aber anscheinend denkt sich Spiel, du hast da Bäume, die liegen 2 Kilometer von dir entfernt, benutze sie. So, haben wir den hier noch und den hier noch. Lalalala. So, CC. Das wäre interessant, muss ich da mal testen. Hier liegt kein Baum mehr, kein Stamm. Nicht? Das wäre interessant, wenn ich jetzt... C. Wenn ich jetzt ohne das Ding loslaufe, ne? Wenn ich einfach mal jetzt hier loslaufe und jetzt sich hier anbringen will. Ne, denken wir uns mal hier. Na gut, das geht nicht. Schade. Also muss der Wagen dann doch in einer gewissen Reichweite sein anscheinend. Wäre jetzt lustig gewesen, hätte ich den Wagen einfach mal stehen gelassen. Wie dunkel das hier, wenn man einmal unter den Bäumen ist und wenn man daneben steht, ist voll hell. Aber macht auch so ein gewisses Feeling aus. Das ist ziemlich geil. Draußen siehst du so alles hell und so und du stehst im dunklen Wald und könntest jederzeit überrascht werden. Hab leider gerade nichts, um deine Ausdauer aufzupimpen, kleiner Mann. Darum heißt es, immer runter draufschlagen. Dann komm, ich nehme den Baum auch mit. Muss ein bisschen warten natürlich mit jedem Schlag. So, klack. Und dann gehen wir zurück und essen was. Oder schlafen. Naja, schlafen ist jetzt nicht so mein bevorzugtes Ziel. Ich habe schon wieder die Axt, merke ich gerade. Kein Wunder, dass ich so schnell... Ich weiß nicht, ob das an der Axt liegt, aber ich habe das Gefühl, dass es an der Axt liegt. I. Der wechselt immer automatisch auf die Axt, ich weiß nicht warum. Eigentlich wäre es sinnvoller, wenn er auf die Axt wechselt, wo du die zum Schluss benutzt hast. So, wir haben keine Ausdauer mehr, deswegen können wir nur noch laufen. Aber das macht ja nichts, wir haben sowieso gerade ein bisschen Hunger, da können wir auch ruhig was essen. So. Das war so geplant. Das ist eine Zaubertür. Aber ich meine, solange die Barbaren da nicht durchkommen, interessiert mich das ehrlich gesagt ein Scheißdreck.
Wie geil ist das denn mit übelste Epileptik-Tür? So. Auch da kommen die hoffentlich nicht drüber. Wie geil ist die Tür bitte? Du machst mir Angst, Busch. Und wie geil ist bitte diese abgerodete Wiese? Wie geil sieht das bitte aus? Achso, stopp, wir wollten ja was essen. Ja, dann gehe ich mal hier lang, weil hier ist ja noch nichts gemacht. So. Dann würde ich sagen, ich hänge den Lurch wieder hier an. I. Lurch. C. I. Lurch. C. I. Lurch. C. Und dann nehmen wir uns das Rabbit. Rabbit. Brenne das Feuer an. I. Rabbit. C. So, dann gehen wir mal hier kurz rein. Guck mal hier, wir haben jetzt noch einen Rabbit. Wir haben das noch. Okay. Lizardskins bringen uns momentan nicht viel, weil wir volle Armor haben. Ich weiß mal nicht, ob man die dann vielleicht irgendwann auch mal lagern kann, dass man irgendwann alles lagern kann. Das wäre natürlich sehr intelligent. Vielleicht im Baumhaus oben einfach so eine Truhe oder sowas einbauen. Wäre schon sinnvoll. Hier ist wieder was drin. Es war ein Vogel. Komm her. Also die Federn zu fangen ist echt schwer. I? Habe ich eine Feder bekommen? Ich habe 7. Oh, warte mal. Ah. Guck mal, 5 Pfeile. Das ist geil. Okay, da haben wir schon mal 5 Pfeile. Können wir mit dem Bogen schon mal ein bisschen was machen dann. Wenn so fröhliche Epileptik-Tür. Komm hier aber nicht drüber. Sollen wir da auch Ansicht haben, dass man da nicht drüber kommt, aber ich wollte es nur mal testen. So komme ich allerdings drüber und das tut mir nicht mal weh. Ich dachte irgendwie, dass ich mir jetzt wehtue, wenn ich da drauf springe. Aber anscheinend nicht. So. Was? Lass ich den Wagen aber erstmal kurz hier stehen, weil ich will mich gerade mal ein bisschen umgucken hier. Wir haben jetzt gerade 40 Loks schon gemacht, da können wir uns ruhig mal ein bisschen umgucken hier draußen. Was es denn hier so alles gibt. Vor allem rund um den See würde ich gerne mal gucken. Was man da so findet. Außer Sticks, Steine, kleine Steine und Holz. Ach, sag bloß, hier ist das Flugzeug. Das ist ja interessant. Okay. Das ist natürlich jetzt nicht schlecht. Kann ja mal ein bisschen Zeug in den Koffern wieder sammeln. Stimmt, hier war ja das Flugzeug gleich. Cool wäre es, wenn wir blaue Bären finden würden. Hier ist noch ein Koffer. Und ein paar Körperteile braucht man noch. Ach, guck mal hier. Ein paar Körperteile bräuchte man noch. Das wäre nicht schlecht. Oh, ich bräuchte noch ein paar Körperteile. Pff. Das ist ein Hobby von mir. So. Ein paar Bars und ein paar Sodas wären geil.
Und natürlich auch Lebensmedizin. So. Oh. Lurch. Tot. Auch zu einem Lurch sage ich nicht nein. Ich habe überlegt, ob ich das sage, was sich drauf reimt. Mir ist auch nichts eingefallen. Deswegen habe ich jetzt ganz schnell und gewitzt nein noch dahinter gehängt. So, dann gucken wir mal hier. Alles da, da hinten ist unsere Hütte. Hier ist an sich jetzt gerade nichts weiteres Wichtiges mehr. Jetzt probiere ich mal das in dem Beutel aus. Und zwar können wir den equippen. Ah, siehst du mal, man kann die also doch equippen. Interessant. Dann sind wir halt jetzt gerade mal ein bisschen auf Kräutersammelkunde. Das kann ja auch nicht schaden. Und ich muss gestehen, ich habe auch recht wenig Angst vor Barbaren gerade, außer vor größeren Horden. Weil kleine Horden können uns momentan eh nichts, glaube ich. Bin ich jetzt mal ganz zuversichtlich und sage das. Boah, hier sind auch viele Kräuter an dem See, das ist ja geil. Das muss ich dem Wolke nachher gleich mal sagen. Dass hier an dem See auf der anderen Seite viele Kräuter und sowas sind. Oh-oh. Das ist ein großer. Natürlich. Natürlich verschwindest du im Felsen. Nichts anderes hätte ich von dir erwartet. Wie schnell ich den Berg runtergekommen bin. Die haben uns immer noch im Visier. Ich hoffe jetzt nicht, dass sie uns folgen. Doch, tun sie. Das kannst du nicht auf YouTube zeigen, diese Frau. Das kannst du einfach nicht auf YouTube zeigen. Ich habe extra den Griff jetzt gerade davor gemacht, so ein bisschen. Es ist Katastrophe. Die sind noch nicht fertig. Sieht die mich noch? Verfolgt die mich noch? Ich weiß es nicht. Ich möchte gerade mal ausprobieren. Ich komme mir irgendwie sehr sicher vor, deswegen bin ich gerade freudestrahlend ins Inventar zurückgegangen. Beete zu platzieren. Das ist noch was ich auf jeden Fall ausprobieren will. Eins dahin. Und eins dahin. Und dann will ich, was ich auch noch ausprobieren will, ist Holzplatten. Das soll ja irgendwie noch... Nee, Moment. Wooden Path. Rein logisch gesehen. Kann man den auch kombinieren? Ne, das geht anscheinend nicht. So, so ein bisschen zur Deko, glaube ich. Der ist wirklich sehr unwichtig. Kann man nicht kombinieren, gell? Ne, gar nicht. So, und dann noch einen. Einfach mal nur, um es auszuprobieren, wie es aussieht. Ja, es geht gut ineinander. Überall ist ja auch genau an der Wall dran. An der Wall. Dann würde ich einfach mal sagen, wir schlagen uns mal ganz kurz noch ein Bäumchen und testen mal, wie es aussieht. Ich hoffe, die Dame ist noch da und hat Verstärkung mitgebracht.
Hallo? Tür geht nicht auf. Ich gehe mal nach oben. Da wird man mich dann loben. Wir sind sowieso noch nicht über die Brücke drüber gegangen. Dann probieren wir doch gleich mal unseren Bogen aus, würde ich sagen. Hä? Ich verstehe nicht, was Wolke wollte. Man trifft doch super damit. Wo ist der Herr? Sind die beide tot? Wir wollten gerade mal gucken, ob man den einsammeln kann wieder, aber wenn man sie verschossen hat, sind sie anscheinend weg komplett. Man muss ja übrigens auch drüber springen, das habe ich schon gemerkt, dass man... Bin ich ja gespannt. Hä? Ah. Wo ist er denn hin? Habe ich gerade... Die sind hier in meiner Wand, sind die gestorben. Deswegen sehe ich die auch so schlecht. Und der Kannibale hat es gleich jetzt mal gesehen. So. Wird, glaube ich, Zeit, mein großes Mahnmal hier mal fertigzustellen. Neun von jedem brauche ich noch. Die verlieren Zähne beim Brennen. Alles klar. Ja, mache ich auch. Also wenn ich brenne, verliere ich auch prinzipiell Zähne. Ich habe den einen nehme ich immer weg. Okay, da lag einer. So. Das wird den 900 irgendwie nicht auf. Das sind irgendwie viel mehr als 9. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Wird mir bloß nicht angezeigt, dass es mehr als 9 sind. C. Und Z. Sehen wir, ob noch einer in der Nähe ist. Es ist anscheinend keiner mehr in der Nähe. Das trifft sich sehr gut. Den kann man essen. Da liegt ein Arm. Ich glaube, ich gehe mal so ein bisschen in die Wall ein. Um zu sehen, wo der andere liegt, weil es waren ja zwei, die verbrannt sind. Deswegen bin ich gerade ein wenig verwirrt. Da ist meine Supertür. Hier ist Holz. Ist der weitergerannt noch? Der andere?
Oder war es vielleicht zweimal derselbe, der erstmal nicht gestorben ist? Fragen über Fragen. Das war ein Bein. Das ich aber nicht aufsammeln kann, also habe ich noch eins. Okay. I. Okay, wir haben anscheinend alles außer die Köpfe. Es wird bloß nicht richtig angezeigt, wie viel wir davon jetzt schon haben. Aber da wird auch angezeigt, dass wir noch einen Arm brauchen. Guck mal um, da fehlt noch ein Arm. Uns fehlen noch 6 Köpfe und ein Arm. Verwirrend, aber okay. Soweit sollten jetzt ja alle Viecher langsam weg sein, deswegen fange ich mal wieder an mit Holzhacken jetzt. So. Immer schöne Truff. Ich habe irgendwas getötet. Was habe ich denn getötet? Hä? Keine Ahnung, was ich getötet habe. Kann ich dir jetzt nicht sagen. Genau dir kann ich das nicht sagen. So. Ich probiere das jetzt erstmal den Boden. Wir würden das mal ein bisschen ausprobieren. Das kommt so oder so alles noch dran. Von daher ist egal, was ich... Ich weiß, die Welle und auch die Beete sind vielleicht wichtiger, aber... Wen juckt's? War das gerade ein Frosch? Es gibt hier Frösche in dem Spiel? Noch eine höhere Stimme und ja, ne, weiß Bescheid. Ah, okay. Nicht schlecht, da sieht man wenigstens, was man macht. Frage wäre natürlich, kann ich mir so ein Ding... Das wäre natürlich jetzt richtig praktisch. Ah, das geht. Man kann es also auch noch unter andere Dinge drunter bauen. B. Dann würde ich mir die natürlich erstmal hierher bauen. Um zu sehen, wo mein Zeug liegt. B. Müsste hier noch einer hin? Und dann müsste... Da noch einer hin und dann müsste... Da noch einer hin? Na, das ist Crap. So. Genau, dann liegt nämlich das so, dass hier ist dann eine kleine Lücke. Und dann würde man auch genau sehen, was man hier macht, ne? Und dann wäre nicht alles irgendwie so... Vielleicht kommen dann auch diese komischen Pflanzen nicht mehr durch. Wäre schon geil, wir sind aber jetzt wieder bei 188 Logs. Wir brauchten so ein Ding. Drei? Ach, es braucht noch drei? Ich dachte, es braucht vier. Das ist natürlich praktisch. Da unten liegt noch ein Baumstamm. Dann nehme ich den natürlich gleich. Ich gehe einfach mal hier durch. Das finde ich natürlich auch viel praktischer als den Wall gerade, weil das Übersichtlichkeit bringt. Super. Wo ist mein Schlitten? Ist der Schlitten gerade noch da hinten? Dann würde ich nämlich jetzt einfach 7 Stück holen. Hier kriegst du sogar 9 Stück drauf. Da kann ich 3 solche Dinger fertig bauen. Geil. Na dann. Hier in der Nähe sollten die Barbaren eh nicht sein.
Ich esse mal kurz einen Snickers. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Wo steht das Schlitten eigentlich? Schlitten? Ach, da steht er. Und dann würde ich auch einmal mal kurz Schluss machen mit der Aufnahme und hoffen, dass der Wolke gleich noch online kommt. War ich eigentlich mit dem Wolke genommen, dass er das aufnehmen wollte, so. Das macht ja immer mehr Spaß, wenn man zu zweit labert dann. Flip, 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 flip. So. Dann nehme ich mir gleich noch den da. Ist aber nicht die gute Axt wieder. Schön wäre es natürlich, wenn da stehen würde, wie viel Schaden die machen. Ach, ich verstehe. Die macht weniger Lärm auch noch dazu. Die kostet weniger Energie, ist schneller und macht vor allen Dingen weniger Lärm. Wichtig halt, um den Barbaren da, um die Barbaren nicht anzulocken, so. Ne? So. Das ist natürlich auch ein entscheidender Vorteil. Muss man aber erstmal merken. Drauf achten also. So. C. Jetzt haben wir schon alles. Ich glaube, ich habe ja sowieso schon ein Blatt, also bräuchte man eigentlich theoretisch nur 8. Weil einmal habe ich ja schon benutzt. So. Aber mit dem Schlitten die Steuerung ist ein bisschen kompliziert. So, wo ist es? Von mir aus. Ich kann es ja nicht runternehmen. Alles klar. Dann müssen wir halt ordentlich einparken. Schlitten? Wo zur Hölle bin ich? Ah, geht doch. So. Also. Haben wir das? Ah, klack, 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 klack. Wo ist es? Da ist er. Haben wir das? Huch, hallo? Ich muss ein bisschen rumspringen jetzt, ne? Jetzt Mist, damit ich den Schlitten sehe. So, und dann kriegen wir gleich noch eine Plattform fertig. Ist natürlich schon geil. Ach, das noch. Ach, das kann ich nicht auf. Ja, was mache ich jetzt damit? Das ist uncool, dass das Bein hier rumliegt. Ich könnte schon ein paar Barbaren andocken. Und jetzt sieht man auch, wenn dieses komische Ding da hinten nicht mehr wäre. War das eigentlich ein Steinbehälter? Ich glaube, es ist egal, ob man Steine oder so drauf tut. Der nimmt alles. Ich glaube, man kann da alles reinlegen. Okay, irgendwie ist da nichts drin. Was ist das für ein Geräusch? Das ist... Hier liegt ja auch noch ein Bein. Okay. Die würde ich am liebsten weghaben, also so sicher fühle ich mich mit den Beinen im Haus nicht. Weil das lockt ja natürlich andere an. Can be used at weapon? Naja.
S-Weapon. So, da haben wir auf jeden Fall, jetzt müssten wir am liebsten nochmal 3 hier hin machen. Huch. Bevor es dann weitergeht. Dann haben wir dann eine schöne Übersicht. Oh, kann man essen. Dann würde ich aber am besten eigentlich hier gleich nehmen, nämlich Schlitten mal mit. Dann würde ich in dem Wald da weitermachen. Alter, weißt du, wie viele Bäume wir noch brauchen? Wir brauchen noch mindestens 50 Bäume für den ganzen Spaß. Also das, was ich momentan weiß, was wir bauen wollen. So, mein ganzes Zeug hier weg, damit ich den Chip noch wieder finde. Gut. Ja dann, meine Freunde, würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, also ich hoffe dann gleich, wenn der Wolke zurück ist. Dann bis später. Tschüss. Ich gehe nochmal hin und speichere ab und ich sage euch schon mal Tschüss. Also, bis denn. Tschüss.